Den Sachverhalt müsste ich mir genauer anschauen. Sie sind doch am Wochenende gefragt. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag zur Güte. Ja, machen Sie. Jetzt werden Sie doch... Ja, machen Sie. Jetzt werden Sie doch bestimmt Ihre harte Haltung gegenüber jedem Rechtsradikalismus. Ich bin ganz sicher. Ich traue Ihnen das richtig zu. Ich bin ganz sicher, Sie werden auf dem Parteitag das jetzt richtig zum... Ich bin ganz sicher, Sie werden auf dem Parteitag das jetzt richtig zum Ausdruck bringen und dieses Thema mit Herrn Höcke mal so richtig und wahrscheinlich schon in Ihrer Rede zur Sprache bringen. Sie werden bestimmt die Frage aufwerfen, das darf ich überhaupt nicht, ich habe Ihre Gesinnung verstanden, gegen den Radikalismus. Sie werden die Frage aufwerfen, wie können wir jetzt mit einem Pegida-Vorsitzenden halt weiterhin halten, der offensichtlich von einem großen Teil der Ost-Asien unterstützt wird. Auf derselben Veranstaltung waren die Führungsplätze der AfD. Sie erwarten, das können Herr Mayer jetzt sicherlich in Ihre Bewerbungsrede zum Ausdruck bringen. Fragen Sie sich doch zum Beispiel mal, warum... Und ich glaube... Warum? Letztes sei gesagt, nein, ich glaube es. Ich meine, es ist grotesk. Ein letztes muss dazu gesagt werden. Ich bin höflicher Mensch, ich lasse ihn aus. Ja, okay, aber ein letztes muss dazu gesagt werden. Ich merke schon, dass muss ich dann doch noch... How dare you use such language in my presence? Ich meine, es ist grotesk. Ein letztes muss dazu gesagt werden. Ich bin höflicher Mensch, ich lasse ihn aus. Ja, okay, aber ein letztes muss dazu gesagt werden. Ich merke schon, dass Ironie muss ich dann doch noch sagen. Es liegt Ihnen auf der Seele, wissen Sie, ein letztes. Die Ironie ist schon seltsam. Ich bin nicht Parteivorsitzender der AfD. Aber ich bin nur Beobachter, wie viele andere auch. Also, Herr Schnuppe hat gemacht, dass er Meuthen in der Lage ist, das nicht zu wissen. An Sie weiter und zu sagen, ob Sie in Ihrer Rede, das ist ja das, was er vorschlägt, dass das ist ja die Idee von Herrn Sie, von Nun lassen Sie Lucke. Sich doch einfach mal von meiner Rede überraschen. Die steht gut, bereits. Und ich werde das mit Sicherheit nicht dadurch verändern, dass Sie mir den einen oder anderen Vorschlag machen. Ich weiß sehr genau, was ich da sage. Ich und ich glaube, auch das Thema kommt in der Rede angemessen. Und dann wird... Ja.